Was? Freut er sich. Mach mal hier ein bisschen Dirt. Ich hab hier noch einen Fan. Ich hab keinen Dirt mehr. Jetzt geht hin, Basti. Wo soll der. Ups, danke. Wo soll der Fanskate hin? Sollen wir da drin auch ein paar Dings bauen? Bin wieder eingesperrt. Da muss noch größer. Alter! Ja, das ist so ein richtiger Bauernhof. Richtiger Klotz sein. Lass mal. Ja, mit allem drum und dran. Aber wir brauchen noch mehr Tiere als nur Schafe. Ich hab keine Erde mehr. Ein paar Bäume hinpflanzen. Ey, ist schon wieder Nacht. Ja, nein, lass innen drin mache ich eine wunderschöne Tat. Ey, wer ist so blöd und lässt das Zauntor offen? Ein Schaf ist jetzt draußen. Ich will es töten. Ich sag auch Karl. Ich weiß noch nicht mal, wo das Zauntor war. Nee, ich glaube, die ganze metrischen Bette. Guck mal, ich bin der Mann der Schafe. Kai, sagen wir einfach gar nicht, wo das Zauntor ist, da kann auch gar nichts passieren. Sollen wir uns hier drin schlafen legen? Nein, wir gehen jetzt ja zurück. Komm mit. Raus. Sorry. Oh, immer wieder ins Haus zu laufen. Oh, ein Element. Da wird so eine Rail schon gut sein. Nein, ich mag keine Rails. Ich finde die ganz lässig. Ihr schreibt es in die Kommentare. Ja, lässig. Lorenz, das mit der Pumpkin Farm, das ist auch ein bisschen fail, ne? Ich weiß, das hatten wir schon erwähnt. Kacknoob. Nein. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil du da gerade was umgebaut hast, habe ich gedacht. Ich habe nur die Pumpkins abgebaut, aber auch egal. Ja. Ist doch umgraben, umbauen, ist ungefähr das Gleiche. Geht so. Ey, wer hat sich hier zu uns gelegt? Ich wollte mein Bett an meinem Schild haben. Okay. Ja, genau. Ich will draußen schlafen. Lorenz, aber solche Wörter benutzen eigentlich nicht. Nicht, dass das Falsches singt. Das ist mein Lieblingswort. Ja. Lorenz sagt das auch zu Lehrern. Was gar nicht. Was ist für ein scheiß Kai? Ich bin ein netter Schüler. Ach so. Geil. Ich glaube, du warst schon öfter bei unserer Direktorin als ich. Nein. Doch, ey, Kai, viel öfter. Was du für Noten auf dem Zeugnis bekommst. Lorenz, bring Erde mit. Das ist zu viel. Ich hab keine Erde mehr. Kann Lorenz ja auch erzählen, was er für Noten bekommt. Ich sag ja auch, ich hab... Upsala. Ich kann ja auch sagen, Physik war auch nicht so toll. Hab ich auch eine 6 geschrieben. Eine 6 hatte ich noch nie in den Schulen. Ich hatte Mathe eine 6, aber danach die Arbeit eine 3. Auch. Im Test hatte ich keine 6. Ich denke mal, ich werde noch eine 4 bekommen. Ich hatte die Mathearbeit erst eine 5 und dann eine 3 plus. Dann kriegst du eine 4. Ja, weiß ich. Und Kai, wie sieht's bei Deutsch aus? Du kriegst eine 5, wenn du schlecht... Wieso? Nicht so gut. Weiß bist nicht. Bist du armer Mann. Ja, der Oha, Lehrer, der wie viele Bäume haben wir hier? Das war ich. Oh, koreanisch, Mann. Oh. Toll. Nee. Farek. Ja, okay. Oh, lustig. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißen wird, diese hier. Huch. Lorenz, guck mal, ich bin Tarzan. Wo bist du? Hier oben auf unserem magischen Weg. Auf unserem magischen Weg. Nein. Mit 360 Quickscope. Ah, ja. Guck, ich hab unterwegs ein Erde fallen lassen. Man sah aber gar nicht, dass das so 360 war. Ich weiß nicht, ob das gebuggt war. War es 360. Ich mach ein 720 von der Brücke. Warte, guck dir zu. Du musst auch ein Erde fallen lassen, ob du schießt. Ah, das sieht man nicht so. Also ich hab einen Brickstone fallen lassen. So ein Guck mal, ich bin der Mann der Kakteen. Aua. Der Mann, der kann. Ach so, Kai.
So, wir müssen jetzt hier nur ordentlich Lampen reinzimmern. Und ach so. Lampen. Hey, wo seid ihr denn? An der Dings Schaf. Der Schaffarm, weil damit wir nachts auf Tiere spawnen. Dass wir in die Hölle gehen. Und nein, sterben und eher nicht, aber vielleicht wird ja auch Obsidian holen reichen. Ja. Ja. Haben wir eigentlich schon Diamanten? Nein, vier haben wir die schon benutzt? Kiste rum, die kann ich gerade noch angeguckt. Nein, dann mach ich jetzt eine Diamanten-Axt. Axt? Warum denn Axt? Spitzhacke. Wofür? Für Obsidian. Oder ich habe eine coole Idee. Lass uns ein Höllentor gießen. Ja, boah, na, einfach Eimer. Wir hätten hier das ganze Holz abgehackt und die Setting fliegen lassen. Kai. Ach, ich so bin doch gerade noch am Aufsammeln. Du bist hier doch gar nicht mehr, oder? Jetzt, da bist du. Doch. Ich habe für dich schon wieder hier die Hälfte aufgesammelt. Hier liegt immer noch ein Lumpatsch rum. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Hilfe. Deswegen habe ich ja Dankeschön gesagt. Aber es müsste eigentlich selbstverständlich für dich sein. Schafe lecken. Ah, das sind zu viele. Ach genau. Tobi hat eben so einen Channel gefunden, wo ein Typ zu Call of Duty Musik singt und eine Parodie rausgeschrieben hat. Ja, der dafür ist, dass Tobi auch so ein Lied dichtet und vorsingt, der macht bitte ein Like und dann wird er uns überreden. Und dass er halt auch so ein Video hochladen wird, in dem er singt und tanzt. Nein, tanzen wird er bestimmt nicht. Deswegen alle schön fleißig Daumen hoch und wir überreden Tobi. Oder vielleicht singen wir sogar mit Tobi zusammen, wer weiß. Oder Kai singt mit Tobi zusammen. Ich kann da welche. Okay, dann, wenn, falls Tobi nicht singen sollte, singt Kai. Nein. 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 Ich kann ja auch Lauren singen. Alt, nein, ich singe nicht. Warum? Ich oder bin ein Pro, Lied, Pro singen. Der, also wir dichten ein Lied und dann geben wir einen Text in Google Übersetzer ein, sodass der es anbringt. Das ist ja auch mehr Rap-Musik. Nein. Vielleicht oder wir beleidigen Kai einfach über Google Übersetzer. Nein, wie das kann Google Übersetzer... Bestimmt kann Google Übersetzer auch Double Time. Doch, bestimmt. Nein. Nee? Google Übersetzer halt kann aber Mann. Beatbox. Das weiß ich. Ja, dann machen wir ein Tutorial drüber. Ja, kann er wirklich. Ja, Laura. Ja, einfach nur einen wir Text da einfügen. Was sagst du da? Na, man gibt so einen so oder sowas. So ganz komische Booster miteinander. Und bei Google Übersetzer hört sich das dann so wie Beatbox an. Player. Wer war denn bitte so dumm? Bist du denn? Wer war so dumm? Guck mal bei der Pumpkin Farm. Ich bin da gerade dabei, was. Lawrence, was machst du da unten? Ja, nein, warte, ich mach hier noch was, weil die Pumpkins können nicht wachsen in dem Wasser. Und jetzt mal hier einen unterirdischen Wassergang. Okay. So pro wird das. Ach so. Lawrence hat schon wieder gedacht, er ist das einzige Korean Pro und alle. Karl Curry. Bist du ja, aber eigentlich immer. Ja, ich bin schlechter als Tobi. Den Satz schneide ich jetzt gleich raus und dann verbreite ich den überall. Ach so, ja. Alles ist aber nein, ich hab neulich mal so eine Stelle gefunden, da hat Nick richtig geil gelacht. Von irgendeinem Part das Ende. Das, ganz ehrlich, das Ding, ne? Das muss ich irgendwann nochmal rausschneiden. Special irgendwann. Ja, so zum Beispiel das mit der Tür, das ist auch ganz witzig. Ja. Das könnte auch mit da rein. Ah,
ich mach mich mal auf den Weg, ein bisschen Lava zu holen. Also, wollen wir in dieser Folge vielleicht noch Lava suchen und dann, oder Lawrence sucht Lava und dann machen wir ganz schnell so ein Höllentor und dann, würde ich sagen, ist aus die Maus. Dann GG.